Wir sind Kajachon, ich bin der Basti. Ich bin Kotschalo. Und ihr schaut Pitcam! T. V. Au. F. F. Au. Pit. Internet. Cam. TV. F. Aus. Checken. Machen. Jetzt. Hallo und wunderschönen guten Tag. Heute mit der Band, die jetzt hier unten eingeblendet ist. Wunderschönen guten Abend. Hallo. 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 Geht's euch gut? Ja, sehr gut. Gut, das finde ich schön. Es ist Herbst, es ist Tourzeit, ihr seid unterwegs derzeit. Wie war es bisher? Es war unendlich fett, also wirklich. Ich glaube, das wie viele Day das ist heute? Das ist achte? Achte. Ja, stimmt, achte. Ja? Und es war immer fett, also in jeder Stadt absoluter Abriss. Und auch mal geil, wenn bei manchen Dates auf einmal da über 1000 Leute stehen, ist der Hammer. Super krass. Also ich bin gerade durch den Bahnhof gelaufen und kann euch sagen, da sind schon ganz schön viele Zipper von euch unterwegs gewesen. Also die Leute sind auf jeden Fall schon da und freuen sich wahrscheinlich schon sehr. Was mir heute im Zuge der Recherche aufgefallen ist, ihr habt ja ein neues Album am Start. Das ist ja jetzt bei 4Music rausgekommen. Mhm. Ne? Und dann dachte ich mir noch so, 4Music, Moment mal ganz kurz. Dann habe ich mir so das Artist Rooster angeguckt von denen. Wie kam es denn zu dieser 4Music-Kooperation? Denn die machen ja doch eher so diese Urban-Sachen, also eher so Ein-Mann-Künstler und so ein bisschen Hip-Hop und Urban-lastige. Ja, eigentlich, es war, wir haben uns natürlich mit einigen Plattenfirmen irgendwie getroffen und gewonnen, in Anführungsstrichen, hat eigentlich einfach der, mit dem er am besten konnte, der die Vision von uns geteilt hat. Also, und darum ging es uns ja auch selber letztendlich eigentlich so. Die haben Kajachon als das wahrgenommen, was wir sind. Und wir haben dann gedacht, das wird eine gute Partnerschaft an sich. Und dabei war es dann eigentlich total egal, ob das irgendwie sonst ein Hip-Hop-Label ist oder nicht. So. Und uns ist es auch egal. Aber ist ja cool eigentlich, also wenn man dann so ein bisschen outstanding cool, ist. Weil ja. Ich meine, da ist nichts, wenn man bei einem Metal-Label ist, dann ist man ja einer von vielen sozusagen. Das ist cool. Ist cool? Ja. Voll cool, voll oder? Cool. Gut, das wollte ich hören. Ja. So, ich bin heute hier. Ich wollte mal mit euch ein paar Fragen durchgehen, die ihr sonst vielleicht noch nie beantwortet habt. Die ihr natürlich ganz seriös mit mir jetzt gerade hier durchgehen könnt. Die erste Frage ist, was sollte man auf keinen Fall über euch wissen? Hasenzähne? Hasenscharten? Auch? Ehemalige Hasenscharten? Jetzt alle oder? Bei verschiedenen Leuten, ich möchte keine Namen nennen. Okay. Boah, was sollte man nicht über uns wissen? Boah, das ist ja, was ist das für eine Frage? Ganz spitzenmäßig ausgewählte Frage. Was sollte man über uns nicht wissen? Hast du was im Petto, was man nicht über uns wissen dürfte? Ja, dann würde ich es ja nicht fragen. Also ich weiß ja das nicht. Nee, ich weiß nicht. Eigentlich kann man fast alles wissen. So. Ja? Also ich glaube schon. Welche speziellen Fetische sind ja immer, aber die kommen ja dann meistens erst immer. Ach so, ja. Fetische, da gibt es einige. So. Aber die sage ich nicht. Nein. Die Frage failed. Oder was ist los mit deinem Fetisch? Ich habe auf meinem iPod ständig Albano und Romina Power und Adriano Celentano. Ach so, das ist gut. Ja. Das wollte ich wirklich nie wissen. Das war gut. Gibt es irgendwelche Städte, die ihr besonders nicht leiden könnt? Willst du was dazu sagen? Hagen. Was ist so scheiße an Hagen? Einfach mal hinfahren. Wo ist Hagen? Einfach mal auf die Karte gucken. Also was gibt's, was mag ich nicht? Boah, keine Ahnung. Welche Stadt mag ich nicht? Nee, ihr seid ja eigentlich jetzt auch immer überall unterwegs. Also ich finde eigentlich, also es hört sich vielleicht so positiv idiotenmäßig an, eigentlich finde ich jede Stadt wahrscheinlich in Ordnung. Es gibt natürlich nicht so schöne Städte, so halt so Chemnitz oder sowas. Aber das sagt nichts über die Leute aus, die da wohnen. Hallo Chemnitz. Okay. Oder Cottbus. Aber Cottbus ist auch super. Es gibt ja so Flecken auf der Welt. Wir hatten geile Konzerte in Cottbus, jawohl. Ja eben, also dann ist die Stadt ja eigentlich cool. Ja, die ist cool. Ja, ist aber hässlich. Ach so. Cool und hässlich, so wie wir. Gibt es, mit welcher Person würdet ihr gerne mal in einem Aufzug stecken bleiben? Mila Jovovich? Nicht Mila Jovovich. Nicht mehr, oder? Nö, eigentlich noch nie.
Aber ich denke nochmal drüber nach und irgendwann schreie ich einfach einen Namen gleich. Das ist gut. Finde ich gut. Wahrscheinlich irgendwen, den ich hasse, aber mir fällt gerade keiner ein. Würdest du gerne? Ja. Mit jemandem, den du hasst? Ja, wenn ich wirklich wütend bin. Okay. Und schlagen. Macht auch Sinn, ja. Terror machen. Gibt es irgendwelche Klischees, die auf dich zutreffen oder auf euch? Bestimmt. Was ist das Schlimmste? Klischees? Oh. Sag du mal eins oder nicht, dann ist er ganz gut. Ja, das macht Sinn, das finde ich gut. Okay, du bist beschissener Mucker, Musikertyp, ey. Immer nur Gitarre im Kopf, immer nur Noten, immer nur richtig. Du bist Sänger, Diva, Hypochonder. Das ist leider richtig. Voll scheiße, ich laufe den ganzen Tag immer nur rum, oh, ich bin so krank, ey. Boah, ich kann auch nichts tragen, ey. Oh, mein Hals, ich brauche Medikamente. Lars, kannst du bitte mal in die Apotheke fahren? Heute ist Feiertag, es gibt auch Notfallapotheken. Ich muss ins Krankenhaus. Ja, so ein bisschen, stimmt schon, so. Aber ich glaube, das sei euch auch zugestanden, glaube ich, dieses Klischee als Musiker. welches Tier wäret ihr, wenn ihr eins wärt? Und wolltet ihr gerne sein? Entenmann? Entenmann oder Faultier? Also Erpel. Erpel, ja. Entenmann. Erpel, Entenmann. Boah, Faultier ist schon echt geil auf jeden Fall. Faultiere sind süß. Das ist halt langweilig, ein bisschen, ne? Ich wäre gern mein Hund. So. Ja, dein Hund, ja. Auch ja mein Hund wäre ich gerne. Das ist geil. So, weil dann weiß ich, dass es mir gut geht. So. Ja. Chillen, essen, lange Waldspaziergänge, viel Futter, gutes Futter und viel Liebe. Ja. So, jetzt kommen ganz essentielle Fragen, die ja auch wichtig sind, wenn man vielleicht euch jetzt noch nie persönlich getroffen hat. Gibt es da so bestimmte Sachen, da kann man einen dann auch direkt einschätzen, ne? Also, wenn man weiß, der macht das und das, sofort. Wein oder Bier? Bier. Und? Beides. Je nach Tageszeit. Gerade Wein, aber jetzt habe ich bestimmt gleich noch Bock auf Bier. Das macht ja Kopf, ne? Das ist aber echt so, die, also vor allen Dingen er, trinken jetzt immer vor den Shows immer schön Rotwein. Das machen nur Sänger meistens immer. Ich habe ja gehört, dass das gut für die Stimme ist. Nee, ich glaube, Alkohol ist schlecht für die Stimme. Gut. Stones oder Beatles? Beatles. Cool, gehe ich d'accord. Wenn ihr jetzt heutzutage ein Mixtape machen würdet, was müsst ihr unbedingt drauf? Albano und Romina Power. Natürlich Sample. Yeah. Kansas, Carry On My Wayward Son. So einen alten Scheiß auch? Oh ja. Ja? Type O Negative noch. Ja. Ganz viel, alles. Ja, cool. Ich mache Mixtape nur mit Type O Negative Platten. Ja, auf jeden Fall. Best of Type O Negative. Den neuen Scheiß, den kann man sich gar nicht mehr anhören. Nur Affengebrüll, Krach. Was ist der romantischste Song, den ihr kennt? Entweder von euch, wäre ganz cool. Was ist der romantischste Callejon-Song? Ein romantischer Callejon-Song? Gibt's einen? Romantisch, also ich weiß nicht so. Also ich meine, wir haben ja eine Ballade, so Kind im Nebel beispielsweise, aber das ist ja nicht romantisch, oder? Nee, also es kommt ja dann immer auf den Text drauf an. Nee, da geht es ja auch um Saufen und um schlechte Gefühle der Jugend nachweinen und sowas. Also, weiß ich nicht. Nee, wir sind keine romantische Band, auf keinen Fall. Also, romantic is not accepted. Aber ansonsten so, wenn man mal so ganz romantische Phasen hat, welcher Song wär's dann? Du musst dir den Soul Brother fragen. Sempre. Ich werde den Teufel tun, jetzt hier was Cooles zu sagen. Albano und Romina Power. Die sind auch völlig unterschätzt gewesen damals. Mann. Aber ich würde auch für romantisch, also würde ich schon so sagen, so würde ich auch wieder Type O Negative sagen, ja? Aber die haben ja dann auch eher so eine düstere Romantik. Sozusagen. Black Number One, ja, so diese kitschige alte Gothic-Romantik, finde ich cool. Immer noch. No. Die Frage, die ihr gerne mal beantworten würdet, also die immer in Interviews zu kurz gekommen ist, weil sie niemand gestellt hat, die würde ich euch jetzt auch noch gerne stellen. Nee, mach du mal zuerst. Warum, und das müssen wir auch selber beantworten. Ja. Okay. Findet ihr, dass eure Texte nicht manchmal zu plump sind?
Hat sich jetzt noch niemand getraut, euch zu fragen? Nein. Boah. Ey, findet ihr nicht, dass eure Texte manchmal ein bisschen plump sind? Eigentlich überhaupt nicht, weil wir wollen ja Gefühle wirklich transportieren und wir wollen sie auch beim Namen nennen. Deshalb, wir finden es eigentlich eher blöd, Dinge wie Liebe, Trauer oder Sucht oder was weiß ich, in irgendwelche seltsamen Worthülsen zu verpacken, die irgendwie abstrakt daherkommen, nur damit man sich selber nicht direkt auf den Fuß getreten fühlt. So. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist, ich finde es zum Beispiel wesentlich schwieriger, Themen ganz genau anzusprechen, als irgendwie nur so vage zu umschreiben. So. Und ich weiß nicht genau, ich habe das Gefühl, dass der Deutsche an sich oft mal ein Problem damit hat, weil ihm sehr viel peinlich ist. So, und deshalb haben Schlagerfreunde oft auch mehr Spaß im Leben. Nein, ich sag mal so, es ist ja nicht direkt Schlager oder sowas. Ja. Das habe ich öfter mal irgendwie so wahrgenommen, dass es dann so ist, das Schlagerniveau, die Texte so. Mhm. Aber wenn zum Beispiel bei einem Song wie Meine Liebe der Satz kommt, meine Liebe ist die Sehnsucht, denn ich werde sie nie erreichen, dann steckt da viel mehr drin als nur die Worte Liebe und Sehnsucht, sondern das geht ja wirklich darum, dass man eigentlich mit dem, was man tut, meistens nie zufrieden ist, sondern und immer nach dem Besseren strebt und dass es eigentlich das ist, was einen auch doch irgendwie vorantreibt, was ja auch wieder auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, in gewisser Art und Weise auch nicht so gut sein kann. Mhm. So halt. Und da geht es nicht um Liebe von Personen zueinander oder so, sondern um, ja, es ist eigentlich so ein Begriff der Romantik fast schon, also aus der Epoche. Das Streben nach Höherem, weil man nicht zufrieden mit dem ist, was jetzt da ist. So. Also diese Frage. Finde ich gut, weil das macht auch mal klar, dass man sich genau mit solchen Texten ja mehr auseinandersetzt, als einfach nur Worte runterzuschreiben. Absolut, ja. Also, ja. Haben wir jetzt mal gestellt. Finde ich gut, dass wir das jetzt an dieser Stelle gemacht haben. Ja. Gut, ich hätte noch eine sehr wichtige Frage, die wieder mit Musik zu tun hat. Bei dir weiß ich mal die Antwort. Vielleicht überrasche ich dich. Ja, das wäre cool. Um jetzt nochmal wieder ein bisschen in die zurück in der Zeit zu springen, und zwar in eure Kindheit oder in eure Jugend. Was war das erste Album, das ihr jemals besessen habt? Das erste Album, was ich von meinem eigenen Geld gekauft habe, war New Kids on the Block, Hangin' Tough. Ne! Also ich habe an einem Tag zwei Alben gekauft. Also stopp, reden wir über LPs oder über Singles? Album. Also egal, ob es auf MC war oder auf CD. Nee, weil ich habe mir... mein erster Tonträger war eine Single. Achso, ja. Das ist okay, mein erster Tonträger, Single, Vinyl, war Aerosmith, Love in an Elevator. Oh. Und und danach meine erste CD wirklich, das war, wo CDs noch relativ neu waren, war AC/DC, Who Made Who, und am gleichen Tag noch gekauft Roxette mit Joyride. Das muss 1992 gewesen sein. Das war die sein. Zeit einfach, ja. Geil. Meine erste CD, die wurde mir geschenkt, das war tatsächlich Gute Zeit, Schlechte Zeiten 1. Das ist scheiße. Das ist richtig, richtig beschissen. Aber was hast du denn gekauft? Schneiden wir auch raus. Was hast du denn gekauft? Gekauft habe ich mir Queen, aber über mich geht es ja jetzt hier nicht. So, jetzt noch das Peinlichste. Oh, jetzt noch das... Kotsche mag auch kein Queen. Machst du nicht? Nee, ich bin tatsächlich wahrscheinlich der einzige Musiker, der Queen scheiße findet. Ich finde die nicht scheiße, aber ich habe jetzt auch nicht so die große Beziehung zu denen. Also, gibt ja Leute, die sagen, das sind die größten. Ja, weil da war ich aber... Ne? Wie alt war man denn da so? Welche? Greatest Hits? Ich glaube schon, das war eine Kassette. Ich hab auch Greatest Hits, die habe ich auch mal gekauft. Ja, ja. Muss auch eine ähnliche Zeit gewesen. Ja, aber die haben mich jetzt nicht inspiriert zum Beispiel. Vielleicht hatte ich ja dann Romina Power. Ja, das ist richtig. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, schnapp mir auch raus. Ne? So, die letzte Frage, bevor ich euch auf die Bühne entlasse, denn ihr müsst ja heute noch anständig rocken. Aber hallo! Was war das peinlichste Erlebnis, das ihr jemals auf der Bühne hattet, egal ob es in einem Jugendzentrum oder auf der großen Bühne war? Da ist der Kotsche auf jeden Fall der Erste, der das geilerweise sagen kann. Oder muss ich es erzählen? Du kannst es gerne erzählen, aber ich hätte eine andere Geschichte erzählt, weil tatsächlich Jugendzentrum noch in einer ganz anderen Band... Da war ich Sänger und es ist tatsächlich der Gürtel von meiner extrem baggy-mäßigen Hose gerissen, sodass ich diese Show noch 30 verbleibende Minuten mit offener Hose und einer Hand im Schritt zu Ende bringen musste. Warum nicht im Boxershort? Irgendwie. Weil du Sänger warst und keine Gitarre umhängen hattest? Genau, ja, es war nicht cool. Ja, das ist doof, ja. Michael Jackson griff die ganze Zeit. Ja.
Ja, bei mir ist eigentlich so, ich weiß nicht, es ist nicht richtig peinlich gewesen, aber irgendwie auch schon. So, es ist irgendwann mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr, ist ein Schuh auf die Bühne geflogen und bin ich rückwärts gelaufen und einmal auf dem Schuh komplett nach hinten ausgerutscht, mit dem Kopf aufgekommen und war dann irgendwie tatsächlich irgendwie anderthalb, zwei Sekunden bewusstlos oder so, bin aber so, also ich war nur kurz weg, so gewesen war so, wo bin ich denn hier? Oh, Konzert! Oh! Also wirklich, das war voll krass. Oh, krass. So, ich glaube, es sah witzig aus. So. Ja, aber gut. Das war eine peinliche Geschichte. Ah. Ach ja, und dann ging es mir auch nicht so gut. Da muss ich erstmal wieder Medikamente kaufen. Ne? Oh, in der Apotheke. Aber ich finde es gut, dass ihr das beide überlebt habt. Ja. Sowohl Hose als auch. Ja. Callejon, Ladies and Gentlemen. Diese Jungs sind bezaubernd, werden höchstwahrscheinlich auch weiterhin Platten rausbringen. Und wir werden uns weiterhin ganz oft treffen, hoffentlich. Ja, absolut. Mit und ich wünsche euch ein ganz geiles Konzert und so. Ghetto Faust! Warte mal, du bist mir noch eine Frage schuldig. Ich habe jetzt ohne Scheiß drüber nachgedacht. Albano und Romina Power. Beide. Darf ich zwei? Ja. Weil es ist ja so, Fun Fact übrigens, ich dachte mein Leben lang, Albano wäre der Vorname und die hießen beide Power und wären verheiratet. Aber er heißt Albano und sie heißt Romina Power. Ich gehe jetzt raus.